So, hallo. Ja, seit langem wieder mal ein Video von mir. Es geht nur um eine ganz kurze Sache. Ich wollte euch demonstrieren, ob dieser Active CSI 52 die Zusage des Herstellers einhält, nämlich dass er als unterbrechungsfreie Stromversorgung wirklich was taugt. Er ist angegeben mit 16 Millisekunden Umschaltzeit. Das ist etwas mehr als eine Standard-USV normalerweise leistet. Also einfache USVs, Preislage 50 bis 80 € haben Umschaltzeiten angegeben vom Hersteller bei ungefähr 10 Millisekunden. Das ist also schon ein Unterschied. Und ich wollte jetzt wissen, ob ich ein solches Gerät als unterbrechungsfreie Stromversorgung für einen PC einsetzen kann. Hier ist eine 50 Ampere-Stunden Batterie, nagelneu, angeschlossen hier an den Active. Das hier ist der Landstromanschluss. Der sitzt hier jetzt auf diesem Verteiler mit Schalter, damit ich hier schnell trennen kann und wir den Test machen können. Und hier ist der Anschluss für die Verbraucher. Das ist in dem Fall jetzt hier diese Steckdose, dieser Verteiler. Hier haben wir PC und hier Monitor. Wir sehen hier die Homepage von Active. PC läuft einwandfrei. Und jetzt schalte ich hier den Landstrom für den Active ab. Wir sehen, der PC läuft nach wie vor. Der hat nicht mal gezuckt. Da ist kein Piepen zu hören gewesen, gar nichts, null. Ja, hier sehen wir, im Moment ist jetzt die Batterie noch im vollen Ladezustand. Das wird sich dann ändern nach ein paar Minuten. Einen Dauertest habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das sind sowieso Dinge, die man dann individuell überprüfen muss und bei sich ausprobieren muss. Aber ganz entscheidend ist, zumindest also in der Konfiguration, die ich euch hier gerade gezeigt habe und erklärt habe, funktioniert dieser Kasten als USV einwandfrei. Okay, das war das, was ich wissen wollte und das, was ich demonstrieren wollte. Hier sehen wir jetzt, die erste LED ist mal ausgegangen. PC läuft. Jetzt schalte ich den Ladestrom wieder zu. Da hat man jetzt auch den Klack gehört von der Umschaltung hier. Jetzt sind wir wieder auf Landstromversorgung und alles geht normal weiter. Ja, also ich finde es toll. Ich will hier ausdrücklich keine Werbung machen für dieses Gerät. Ich will nur zeigen, dass es mit diesem Gerät funktioniert. Es gibt möglicherweise noch andere Anbieter, die solche Geräte herstellen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber mit dem Ding hier bin ich zufrieden. Das ist wunderbar. Okay, das war's. Und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, hoffe ich doch. Macht's gut. Tschüss.